Das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Wenn die Gegner da oben jetzt wieder da sein sollten, dann nehme ich das rote Elixier. Gut, ich nehme das rote Elixier. Tada, rotes Elixier. Tada, das Lebenselixier. Und ich bin wieder voll. Und ich muss weg aus dem Flaschenmenü. Und hier rüber. So. Einmal. Achso. Verbraucht in einem Fall. Und einmal so. Zack. Nein, verfehlt. Tüdelü. Hey. Und nochmal. Ja, okay. Okay, okay. Ich habe fast keine Energie. Magi mehr, merke ich gerade. Wow. So, das Ding schießt man einfach mal mit dem Pfeil ab. Oh nein, das Sternchen kommt nach. Und runter in den Keller. Ja, und jetzt kann ich hier ausnahmsweise auch diese lustigen, tollen Teile da in den Boden rammen und zerstören damit. Zack. Schön, ne? Zack. Und nochmal, zack. Zack. Und tot, ja. So, und ich, weil es so Spaß macht, ramme ich die alle in den Boden. Die machen auch so ein schönes Geräusch. Ja, finde ich richtig schön, dieses Geräusch. Gut, und hier müssen wir den unwiderruflichen Weg machen, ja. Nicht so. Eine Bombe, toll. Noch eine Bombe, toll. Kann ich hier durch? Nee, okay. Und eine Schlüsseltür. Oh, verdammt. Ich muss ja unbedingt noch irgendwo Feen finden. Ich habe momentan nur eine Fee. Eine Fee ist fast zu wenig, glaube ich zumindest. Weil der Endgegner, glaube ich, ist hier richtig heftig, kann das sein? Ach hey. Ich glaube, ich werde hier in diesem Raum doch lieber die Fackel entzünden. Fackel entzünde dich, tada. Ja, ist definitiv besser so. Einmal. Oh, ein roter Rubin. Wow. Ich will eigentlich nur den roten Rubin. Könnte hier nicht ausnahmsweise mal. Ja, toll. Nerv nicht. Ah, und jetzt ausgerechnet. Jetzt muss wieder diese. Oh, ich habe hier die schöne Kopflampe-Animation kommen. Mensch, Mensch, Mensch. Ich zünde hier lieber das Licht an. Denn vielleicht ist der nächste Raum auch dunkel und wird er zumindest noch etwas erhellt von diesen Fackeln. Der nächste Raum wäre dunkel gewesen. Hm, soll ich jetzt in diesen Teleport rein? Ich gucke zuerst nochmal. Kann ich hier? Nee, nee, nee. Ich meine, wie gesagt, es gibt, glaube ich, keine Geheimnisse ohne Risse, aber ich probiere es ja trotzdem aus. Ach hey, und jetzt sind wir kurz vorm Endgegner. Wir haben eine Fee. Na toll. Gut. Wir sind beim Endgegner und haben eine Fee. Das wird ein Spaß. Oh mein Gott. Ja, und den lieben, lieben Kerl mit der mit dem äußerst interessanten und überhaupt nicht gefährlich aussehenden Schweif, mit dem er lustig herumwählt. Und diese sich explodierenden Flammenkügelchen. Ja, den müssen wir zuerst mit dem Hammer hier bearbeiten, damit er seine Maske mal fallen lässt. Komm, lass die Maskerade, lieber Gegner. Ich mache ja hier die Wortwitze und die Flammen ziehen überhaupt nicht viel Energie ab. Nur quasi die Hälfte von Links Gesamtenergie und ich laufe natürlich mitten rein. Ja. Gott sei Dank macht er mit dem Schwanz noch nichts. Zack. Zack. Ja. Und ich muss ja auch. Natürlich trifft mir das wieder. Ich habe noch eine Fee. Ja, jetzt habe ich keine Fee mehr. Ich wollte euch nur demonstrieren. Hey, ich habe noch eine Fee. Guckt. Ja. Blip. Blip. Und ich bin wieder heile. Oder fast heile. Ich habe wieder 7 Herzen. Toll. 7 von 9. Alter, wie lange. Nein. Okay, er macht doch was mit seinem Schwanz. Ich dachte mir schon. Ich dachte mir schon, der ist kaputt. So, und jetzt rüsten wir lieber auf. Pfeil und Bogen. Ja, wenn ich treffen würde, wäre das super. Und Schuss, 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 Maschinenschuss, Gewehr. Ja, und er ist tot. Na, Gott sei Dank. Ja, wenn man es richtig macht, dann ist es auch nicht so, so schwer wie angenommen. Explodier, explodier, explodier und durch. Ja, wunderbar. Und ein Herzcontainer. Tada. Und ich habe den ersten magischen Kristall. Ja, wunderbar. Link, ich danke dir. Durch dich konnte ich den grausamen Monstern entrinnen. Einst war dies das goldene Land, wo sich das Triforce, die goldene Macht, befand.
Doch als Ganon, der Anführer der Diebe, sich dieser Macht zu eigen machte, verwandelte er das goldene Land in die Schattenwelt. Nun will er Hyrule erobern. Mit unseren Kräften hat er das Siegel am Tor nach Hyrule gebrochen. Doch das Tor ist noch nicht ganz auf. Wir haben noch eine Chance. Wir sieben Mädchen, allesamt Nachfahren der Weisen, können gemeinsam den Zutritt zu Ganons Versteck öffnen. Ich sage dir nun, wo die anderen Mädchen festgehalten werden. Mit dir wird es uns gelingen, Ganon zu bezwingen. Dann kann ich wieder ich selbst sein. Hast du alles verstanden? Wir sagen natürlich ja. Möge der Weg des Helden zum Triforce führen. Tada! Und es wird alles geheilt. Ding! Schön. Gut. Ja, und mit diesem schönen Ausblick, wir haben einen von sieben Kristallen gefunden, wir haben den Hammer gefunden und ganz viele tolle andere Sachen haben wir auch gefunden. Ja, mit diesem tollen Ausblick werde ich diese Aufnahme hier stoppen und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss! Hallo Leute, willkommen zurück zu The Legend of Zelda A Link to the Past. Wir haben gerade das letzte Mal den ersten Tempel in der Schattenwelt bezwungen, sage ich mal, und haben den ersten Kristall geerntet und ja, damit, also wir haben in den Tempel den sagenhaften Hammer erhalten, damit werden viele, viele tolle neue Wege uns eröffnet und wir werden natürlich, wie es sich gehört, jetzt dann gleich mal gucken, dass wir ja wieder ein paar tolle neue Sachen uns organisieren. Ihr seht vielleicht auch, dass ich hier schon wieder ein bisschen Geld habe. Und mit diesem Geld werde ich jetzt gleich mal den Wunschbrunnen wieder aufsuchen, denn wir können ja erst 50 Pfeile tragen oder so, ne? Und ich will dann natürlich mehr tragen. Und Bomben vor allem will ich auch mehr tragen. Und im Prinzip sollte man immer, hier aus diesen Labyrinthen rausfinden, wenn man da mal drin ist. Hallo? Ich kenne mich gerade überhaupt nicht mehr aus. Na egal. Auf jeden Fall, im Prinzip sollte man doch immer zum Wunschbrunnen gehen, wenn man viel Geld hat. Einfach aus dem Grund, denn wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Dungeon ganz viel Münzen, sage ich schon, Rubine bekomme, dann habe ich auf einmal 9999 Rubine und mehr kann ich eben leider nicht haben. Ne? Und deshalb immer gleich schön ausgeben. Ja, ich finde ja nicht mehr aus. Ach hey. Gut. Unser nächstes Ziel, rein dungeon-technisch, wenn ich die Map finde, ist. Oh, das ist ja schön. Es ist alles schön markiert. Das nächste Ziel ist hier der Wassersumpftempel hier unten. Und ja, das ist natürlich praktisch, weil da müsste man so theoretisch auch hin. Praktisch nicht. Obwohl schon, ja auch. Ich meine, es gibt jetzt mehr Sachen, die wir finden können. Zum einen lasse ich mich hier gerade äußerst professionell von diesen Viechern töten. Merkt man ja vielleicht. So. Zum einen können wir jetzt. Alter, was ist los? Was ist heute wieder los? Naja, was ist merkwürdig? Zum einen können wir jetzt hier durch, können wir hier, können wir hier diese. Alter, du nervst! So. Alles piepst, habe ich hier noch? Ich habe keine Fehler mehr. Okay, ich könnte jetzt, wenn ich mich blöd anstelle, sterben. Naja, ich stelle mich doch nicht blöd an. Ja, das wäre es jetzt gewesen. Und du wachst natürlich auch auf. Also zum einen holen wir uns dieses Herz. Zum anderen springe ich doch mal. Nee, mache ich doch mal zuerst diesen Busch hier hin. Und das ist sicherlich ein lebendiger, oder? Ja, klar. Dann komm, stirb. Ja. Und ich gehe hier rein. Gut. In einer gefährlichen Welt, bla 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 bla. Ich will mir das ehrlich gesagt nicht kaufen. Weil ich will eigentlich Feen. Nee, kaufe ich mir nicht. Ich bin zu geizig. Da riskiere ich lieber ein Game Over. So, zack, einmal hier. Einmal da. Diese Viecher sind äußerst gefährlich, denn die wollen mein Schild fressen. Ja, und der will mich töten. Habe ich die Gefühle. So. Ja. Witzigerweise habe ich mit einem Fremdrupp noch den anderen. So. Und ich springe hier runter und ja, da kann sich vielleicht der eine oder andere erinnern. Die Anordnung dieser seltsamen hier Steine deutet es auch an. Ich mache hier mal
einen Warp in die Lichtwelt, denn... Hey! Hier ist so ein lustiges Knubbel und so ein lustiges Herzteil. Ich habe ein Herzteil gefunden. Haha, leider war es kein... nicht das vierte, deshalb ja, schade. So, ich gehe wieder zurück in die dunkle Schattenwelt, einfach aus dem Grund, wenn ich hier runtergesprungen wäre, dann... ich sterbe gerade fast wieder so. Dann wäre ich nicht mehr in den Rückteleporter gekommen. Was ich eigentlich machen will, ist hier. Denn der Teleporter bleibt ja und ich muss hier rein. Und ich hoffe nur, dass ich das jetzt überlebe, ohne dass mich hier ein interessanter Gegner trifft. Das wäre wirklich von Vorteil. Mal gucken, ob sich das irgendwie ausgeht. Ja, und rein da. Hey! Denn glücklicherweise weiß man ja vielleicht, dass ich hier zuerst mal die Rubine bezahle. Ja, ich werfe ein paar Rubine. 50! Hey! Schön. Gut, meine Freude wuchs auf 55. Ja, Horoskop, bla bla bla, das kennen wir ja. Diesen Schirm hier sieht man ganz, ganz oft, ne? Aber hier gibt's Feen. Und ich kralle mir 3 Feen für 3 Flaschen. In eine Flasche, in eine Flasche und noch in eine Flasche. Und die habe ich natürlich gleich eingesammelt. Okay, gut. Also ich bin auf jeden Fall jetzt energiemäßig wieder bestens gerüstet. Ja. Nein, nicht 25, 50 auf jeden Fall. So. Und die Fee erscheint. Ich bin von den Göttern geschickt, bla bla bla. Und ich will... Ab sofort, ich muss jetzt mehr Bomben tragen, ja. Damit ich hier etwas ausgewogen unterwegs bin. Natürlich muss ich mein restliches Geld auch gleich wieder loswerden. Ist ja so, hilft nichts, ne? So. Gut. Ich werfe ein paar. Leider kann ich nicht gleich 100 reinwerfen, das ist etwas schade. Aber es hilft nichts, ne? So. Hier rüber und wieder zurück. Ich bin mir auch gar nicht sicher, was jetzt hier der Maximalwert der... also, was ich hier maximal an Pfeile und Bomben tragen kann. Aber ich denke sogar, es sind 99, wenn ich mich nicht irre. Aber ich weiß es echt nicht mehr genau. Oder vielleicht sind es nur 95. Nee, es müssten sogar 99 sein. So, einmal noch und dann ist Schluss mit lustig, ne? Ja. Tada! Ich frage mich immer noch, wie ich jetzt am besten diesen 5... ja, diese 5 Rubine, die ich da versehentlich einmal reingeworfen habe, wie ich die am besten irgendwie wieder nutzen kann, ne? Ich weiß nicht, ob sie mir ganz zum Schluss wieder die 5 überschüssigen gibt. Keine Ahnung. Naja. Ich werfe wieder 50. Ja, das ist schön zuzusehen für euch und ich strecke damit auch überhaupt nicht mein Let's Play. Nee, würde ich niemals machen. So, ich denke, ich sage jetzt mal mehr Pfeile tragen. Ja, und ich kann... Okay, ich bin schon auf 70. Wow. So, zweimal muss ich noch 50 Rubine reinwerfen, dann haben wir es, ne? Einmal. Also hier. Ja! Und das hier mit dem Horoskop nach dem Werfen ist zwar nett gemeint, damit das Ganze etwas abwechslungsreicher gestaltet wird, nur ich glaube, es gibt in Summe nur 3 verschiedene Texte. Also, ja, das war ein definitiver Fehlschlag, ne? Sag ich mal, ja. 50, hey, gut. Und diesmal nehmen wir wieder Bomben. Ja, 30 Bomben, 70 Pfeile, passt ganz gut, sage ich mal. So, wir wechseln wieder auf den Boomerang. Und jetzt holen wir uns wieder ein paar Items, die ich schon holen kann. Ja. Einerseits gehen wir jetzt wieder zurück in The World of Shadow, ne, hier in die Schattenwelt. Und wir teleportieren uns hin. Und wir sind wieder in der Schattenwelt. Und jetzt hoffe ich nur, dass ich hier nicht etwas Falsches gemacht habe. Ich hoffe, ich kann hier irgendwo wieder rauf. Kann ich hier... Ach komm, schon sag jetzt nicht, dass ich... Nein! Ich kann ja echt... Nein, ich kann ja nichts mehr aus. Okay. Ja, dann muss ich ja wohl oder übel jetzt wieder hier rüberlaufen. Autsch. Autsch. Das darf ich nicht mehr sein. So. Ja, und irgendwie... Sobald, auch wenn ich mir Herzen hole, das bringt irgendwie... alles nichts. Ich, ja... sterb trotzdem. So, ich glaube, aber hier ist eine kleine Feenhülle. Ist hier eine Feenhülle? Ja, wunderbar, eine Feenhülle. Ja, ich werde dir Erholung verschaffen. Schließe deine Augen. Schön. Und fühle mich jetzt endlich mal wieder voll auf, denn ich brauche hier mein Laserschwert. Links, da wieder. Hey, zack, zack. Wunderbar. Gut.
Und wir werden jetzt zu einer Lichtung gehen.